Kannst du dich noch an mich erinnern? Ich kann es nicht mehr. Aber ich schwöre, ich liebe dich. Ich schwöre. Ey, ich schwöre. Oh. Ich steh auf tabulose Frauen mit Tattoos auf der Haut, bei denen ich von der Kunst des Kamasutras Gebrauch im Anzug auf der Couch nimm. Dieses Miststück wollte, dass ich sie dreckig vor dem Spiegel beglück. Voller Wollust zieht sie mich Knopf für Knopf aus, nimm ne blaue Pille, damit ich kein Boxenstopp brauch. Sie wollte erst mit meiner Bankkarte Scheine ziehen, doch weiß, sie muss vorher den Tanga zur Seite schieben, Baby. Ich habe nur perverse Absichten, deshalb mache ich sexuell sehr schwere Praktiken anpassend zu meiner Muskulatur. Nach dem Sex rechne ich bei dir bewusst mit Frakturen. Unmittelbar nach dem Akt des Geschehens kann ich diese Frau und diesen Platz nicht mehr sehen. Also steh ich rasant auf und plane den Fluchtweg, während mir das Objekt umarme dein Kuss gibt. Steht drauf, wenn ich mit offenem Hemd Motorrad fahre. Ich steh auf dicken Arsch, Haare mit roten Strähnen. Solange ich nicht Ständer hab, wie bei Noten lese. Keine Geduld, sie merkt, wie ich den Signale zeigt, dass es mich ordentlich juckt im Genitalbereich. Ich will dich nicht auf Sex reduzieren. Das Test so kombiniert mit deinen Leggings auf Heels ist der Grund für meine unkontrollierbare Notgeilheit, wie du beim Milchshake trinken auf deinen Strohhalm beißt. Wozu diese ersten Pseudo-Gespräche? Ich will viel lieber schon was Feuchte betreten. Braucht die Nummer, bevor mich der Akku verlässt. Hoffentlich im Plus, dann ist der Anruf Bellesteig. Aufs Yamaha bring den Auspuff zum Schreien. Die Reifen hinterlassen vom Couch und nem Streifen. Und morgen früh küss ich dich wach und wünsch mir nur diesen Kanalreiniger. Ah, und was machen Sie hier? Ja, ich mache die Drecksarbeit. Wo ist denn Ihr Werkzeug? Ich habe nur meinen Zollstock dabei. Also jetzt gerade bin ich ein bisschen überfordert. Machen Sie sich keinen Kopf. Ich bin der Beste in diesem Beruf. Ich habe meine Ausbildung bei Acapulco mit Note 1 absolviert.